Zurück in Amalur geht es weiter in den Erathel-Ebenen. Wir stehen hier gerade vor einem Singstein, den wir noch nicht hatten. Da wir hier im Quest in die Erathel-Ebenen sollten, durch Schloss und Schlüssel, das Herz von Sibon, die Reliquie, die ich in den Höhlen der Halle der Briganten gefunden habe, ist aus einer alten Schatzkammer der Kriegsgeweihten gestohlen worden. Tina hat mich gebeten, den Diebstahl des Herzens zu untersuchen. Meine erste Station ist Castellan, Grianschane auf der Helmgard-Feste. Letztere steht auf den Erathel-Ebenen in Talarane und genau das werden wir jetzt tun, aber erstmal hören wir uns das hier an. Da zog Dysa den Talisman des Schicksals hervor und betrat die Marschen, die triste Arena, ein Ort des Lebens und des Todes. Die Winde trugen die Lieder der Sterbenden mit sich. Der Sumpf saugte die Knochen von Armeen unter den Schuhen. Der Nebel schützte die Augen eurer Ahnen vor den Schrecken, als die zwei Armeen aufeinander prallten. Kann ich hier irgendwie runterjumpen? Weil anscheinend soll ich ganz woanders hin. Wo soll ich denn mal hin? Ja, wir sollen in die Helmgard-Feste. Die haben wir noch nicht markiert. Das heißt, ich muss die erstmal finden. Ich gehe mal nach Neukohlen. Haben wir auch recht selten. Also ich offline, glaube ich, öfter so, wegen irgendwelchen Sachen, aber so von hier aus starten war jetzt was ist? Tatsächlich nicht so oft. Wenn ich jetzt da unten lang gehe, komme ich dann da trotzdem hin? Ich glaube schon. Ich muss erstmal runter, glaube ich. Hat hier irgendwas gerade, muss hier was gebannt werden? Es gibt so unglaublich viele Bandruhen. Ach so, das habe ich gehört. Okay. Dann nehmen wir den nochmal mit. Laufen runter. Ah, da unten liegt schon einer, den ich erledigt hatte. Okay. Dann, ja, Abrechnungsmodus. Ich weiß. Hier, ich glaube, hier sind wir noch nie lang gelaufen. Ein Ort, den wir auch noch nicht kennen. Könnte aber der richtige Weg sein. Ich hoffe, ich laufe richtig. Es ruckelt gerade ein bisschen. Da ist auch der Rechner, wurde erst neu gestartet und so. Keine Ahnung. Oh, hier kommt aber irgendwas auf mich zu. Aber die gehen eigentlich schnell. Die gehen schnell. Ja. Erledigt. Meisterhafte, ausbessernde Verzierung oder so, habe ich gelesen. Blablablups. Okay, dann laufen wir hier weiter. Ist aber ein langer Weg. Aber wir sind richtig. Doch, wir sind richtig. Aha. Hier waren wir bestimmt schon mal an der Abzweigung. Aber vielleicht sind wir einfach nie hier lang gegangen. Ach, da oben. Da oben waren wir noch nie. Bei dieser Festung hier. Krass, okay. Helmgard-Feste, tatsächlich. Da sind wir. Moinsen. Niam Kent ist des Titels eines Kriegsgeweihten nicht würdig. Hört mal, wenn euch der Kastellan zur Schnecke macht, dann nickt ihr am besten einfach und tut, was er sagt. Okay, danke für den Tipp. Oh, hier gibt es auch Menschen, die Hilfe brauchen. Gar nicht mal so wenige. Ja, hier, wir waren hier nie drinne, merke ich gerade. Alles klar. Ich grüße euch. Willkommen. Nun, was hat das alles zu bedeuten? Ein Artefakt wurde aus der Schatzkammer gestohlen und dann ist es in Lokarane wieder aufgetaucht? Ich verstehe. Ihr solltet mit der Schatzkammer selbst anfangen. Ich werde Eidklinge Grün Anvi entsenden, um sie zu bewachen. Trefft euch dort mit ihr, sobald ihr bereit seid. Die Schatzkammer liegt im südlichen Teil von Talarane, auf dem Weg in die Heide. Wo ist die alte Schatzkammer? Reist nach Süden durch Talarane und sucht dann nach einem kleinen Pass in die Heide. Eidklinge Grün Anvi wird dort auf euch warten. Okay, willst du mal was über dich erzählen, Grian? Habt ihr nie die Balladen gehört, die über Grian Sonnenhelm gesungen werden? Ah, nun ja, das waren die Tage meiner jugendlichen Besonnenheit. Mhm. Das Seltsame ist, dass diesen Ort seit Jahrhunderten keine Seele mehr betreten hat. Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand etwas dort rausgeholt haben könnte. Okay, Helmgard-Feste?
Ihr werdet in Helmgard niemals eine dreckige Klinge oder einen stumpfen Schild zu Gesicht bekommen. Oh nein. Alles klar, alles auf Hochglanz hier. Verstehen wir, Kriegsgeweihter? Die Schwerter müssen scharf und die Rüstungen poliert sein. Man muss aller Welt zeigen, dass man ein Kriegsgeweihter ist, wie der alte Balegar zu sagen pflegte. Na, dann sind deine Leute hier bestimmt alle richtig viel Glück, ihr werdet es vielleicht stolz brauchen. Dabei. Ich nehme mal die Leute hier gleich mit. Willkommen. Wenn ihr uns anheuern wollt, müsst ihr Grian Shane, den Kastellan, aufsuchen. Aber nur, wenn es wirklich wichtig ist. Ich bin für die Auftragstafel verantwortlich. Und dafür, hier alles nett und sauber zu halten. Ja, nett. Auftragstafel? Ei, sie steht allen offen. Wenn ihr einen Auftrag erledigt habt, kommt ihr wieder zu mir und erhaltet euer Gold. Ganz einfach. Na, das ist ja nicht. Ihr behaltet die Auftragstafel? So ist es. Jeder, der bereit dafür ist, kann einen Auftrag annehmen. Und wenn er erledigt ist, sorge ich dann für die Bezahlung. Also eigentlich eben eher so Aufgabenquest-Kram. Brauche ich eigentlich so nicht? Ist hier noch einer? Willkommen. Oder ist es nur er hier? Ich bin gerade verwirrt. Ist hier irgendwie... Ja, ist er das Ausrufezeichen jetzt gewesen oder... Mhm. Jeden Monat machen mehr freie Männer irgendwo Ärger. Mhm. Okay, ich muss aber sowieso nochmal zurück. Hier, da. Willkommen. Hier wollte ich hin. Aber das ist, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt annehmen will. Wichtiger ist, dass wir jetzt eigentlich rausgehen und uns um den Quest kümmern, den wir auch gerade wirklich machen wollen. Und zwar in der Heide. Genau, jetzt sind wir wieder in der Heide. Nicht mehr in den Irrasel-Ebene, oder nee, die Heide ist in der Irrasel-Ebene, genau. Aber ich glaube, jetzt können wir eine Schnellreise machen. Schatzkammer der Kriegsgeweihten. Okay, da waren wir also schon mal zumindest, haben wir die Örtlichkeit von außen schon mal gehabt. Ob wir sie von innen hatten, weiß ich gerade nicht, aber wir werden es ja gleich sehen. Da. Aus unserer Schatzkammer wurde ein mächtiges Relikt gestohlen und sie schicken eine einzelne Schildverpflichtete? Sind die denn komplett verrückt geworden? Wer weiß, wie viele solcher Relikte noch in der Schatzkammer waren und inzwischen ebenfalls gestohlen wurden. Gehen wir rein. Lassen wir uns überraschen, was uns dort erwartet. Was ist in der Schatzkammer? Das werdet ihr gleich sehen. Die äußeren Türen sind offen, aber das ist kein Grund zur Sorge. Die innere Tür hingegen ist immer verschlossen. Und nur Grian hat den Schlüssel dafür. Okay. Wer bist denn du eigentlich? Es ist allein meine Aufgabe, diesen Ort zu bewachen. Früher hatten wir genügend Schildverpflichtete, um sie hier Tag und Nacht Wache stehen zu lassen. Dann kam der Krieg und sie gingen nach Chlorikon. Jetzt komme ich alle 2 Wochen alleine hierher und überprüfe das Gelände. Man sieht ja, wohin uns das gebracht hat. Alles klar. Kommt, hier entlang. Ja, ich folge dir. Du bist ganz cool, ne? Ich glaube, du bist cool. Ich finde die cool. Aber dass ich hier immer auf den Ladebildschirm warten muss, nervt ein bisschen. Die innere Tür. Sie sollte nicht offen sein. Ist sie aber. Magier? Sind es dieselben wie die in der Halle der Briganten? Ihr da! Rührt euch nicht von der Stelle! Den hier habe ich in der Hand des Anführers gefunden. Es ist der Schlüssel zur Schatzkammer. Oder vielleicht ein Duplikat. Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Niemand weiß, wie oft sie während meiner Abwesenheit hier drin waren. Wir hatten Glück, dass wir im richtigen Moment eintrafen. Was machen wir jetzt? Wir kehren nach Helmgard zurück. Es wird Grian Shane zwar überhaupt nicht gefallen, aber er muss dennoch davon erfahren. Okay. Ich muss Grian unverzüglich Bericht erstatten. Wir treffen uns in Helmgard, Schildverpflichtete. Ja, geht klar. Ich gucke mich hier nochmal ein bisschen um, ne? Ich denke, das ist okay, weil wir waren ja hier eigentlich auch noch nie drin, ne? Ja, weiß auch nicht, was wir jetzt hier am besten machen. Alles absuchen, wie groß ist denn das hier? Vielleicht finden wir ja noch irgendwie was Goldenes. Ja, was Goldenes, damit meinte ich eigentlich keine Goldklumpen. Aber okay. Wenn wir schon mal hier sind. Noch mehr Kisten? Was ist hier?
schwer. Ich habe zwei Dietrich. Ein Dietrich. Na? Jawohl. Sehr gut. Oh, aua. Kannst du die mal entschärfen, bitte? Danke. Und eine Truhe. Und natürlich... Na. Oh Gott, hab ich Glück. Mit einem Dietrich, die Tür und das Ding. Das ist schon nicht schlecht. Schade, hier ist sonst nichts mehr. Aber Gott, mein Gott, mit einem Dietrich. Das war jetzt echt Glück. Also sonst ärgert mich das immer, weil ich dann immer denke, ach, vielleicht war da ja ein Set-Teil drin. Hätte man ja kriegen können. In dem Fall, ja. Gut gelaufen. So. Ich war hier auch schon mal drinne. Da war tatsächlich die Tür zu und man kam nicht rein. Also mal, das gehörte zum Handlungsquest jetzt hier. Und jetzt konnte man da auch rein. Also vorher ging das gar nicht. Man muss schon den Quest ganz am Anfang da in Gorhard angenommen haben mit den Kriegsgeweihten. Sonst wird das ja nichts. Müssen wir jetzt sehr weit laufen. Ich habe keine Lust, so weit zu laufen. Ja, wir müssen sehr weit laufen. Okay, wir gehen wieder in die Feste zurück. Kann ja nicht schaden. Ladebildschirm. Und da sind wir wieder. Tü-tü. Bei den Hochglanzleuten. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich habe Gwyn vorsichtshalber in Gewahrsam genommen. Ich weiß, es wirkt ein wenig übertrieben, aber dies ist eine ernste Angelegenheit. Und solange wir sie nicht aufgeklärt haben, ist es leider notwendig. Es war ihre Aufgabe, die Schatzkammer zu bewachen. Sie steht somit zwangsläufig unter Verdacht. In einer Zelle? Wir haben im hinteren Teil der Feste ein kleines Gefängnis. Es ist ziemlich nützlich angesichts der freien Männer und allem möglichen anderen, was man so in den Ebenen findet. Ihr denkt wirklich, sie war es? Nun ja. Einerseits war sie von all dieser verstaubten Geschichte schon immer fasziniert, aber andererseits sieht ihr so etwas überhaupt nicht ähnlich. Tatsache ist jedoch, dass irgendjemand, wenn vielleicht auch nicht Gwyn, diesen Magiern geholfen hat, dort reinzukommen. Aber wer und wie? Na, irgendjemand Hinterlistiges. Was ist mit dem Schlüssel von Gwyn? Sie hat nie einen Schlüssel erwähnt. Also hält sie jetzt auch noch Beweise zurück. Das Mädchen brütet so sehr vor sich hin, dass mich das wohl nicht überraschen sollte. Ich will wissen, was aus diesem Schlüssel geworden ist. Okay. Sag mal was über Gwyn. An wie? Die Schatzkammer war Gwyns Verantwortungsbereich. Da gibt es nichts zu diskutieren. Solange die Vorgänge nicht eindeutig geklärt sind, bleibt sie da, wo sie ist. Ja, kann man aber auch ein bisschen verstehen. Also, wenn das so ihre Aufgabe war. Ist sonst noch etwas, Schildverpflichtete? Nö. Sollen wir jetzt mal nach Gwyn gucken? Oh, was denn? Oh? Rempeln die sich hier schon gegenseitig an? Ihr führt also eine Untersuchung durch? Ich bin mir sicher, Grian wird euch dabei helfen, alles wieder in Ordnung zu bringen. Ja, dir würde ich auch zutrauen, dass du das warst. Warte mal, ich muss mal hier langlaufen. Hau mal einen Schlag rein. Lauf mal ein bisschen schneller. Ach, da hinten ist auch noch eine Kiste. Wegen Dietrich und so. Der mittlere... Nein, das war's mit dem. Ja, wir hätten noch einen Prismere-Dietrich. Würde ich... Jeden Monat machen mehr freie Männer irgendwo. Ungern einsetzen. Ich glaube, wir sollen tatsächlich zu ihr nach unten in den Kerker. Wir dürfen sie besuchen. Immerhin. Sagt nicht, ihr würdet glauben, dass ich etwas damit zu tun hatte. Nach allem, was ihr gesehen habt? Das ist ein Albtraum. Ihr gebt euch die Schuld? Ich gebe mir für so manches die Schuld. Aber nicht für das hier. Aber es ist bei eurer Schicht passiert. Ihr seid unschuldig. Grian ist töricht. Aber es ist bei eurer Schicht passiert. Na, ich will ihr eigentlich nichts vorwerfen, aber wir kennen sie nicht. Ja, das ist es. Ich habe es nicht geschafft, es selbst zu verhindern oder sie davon zu überzeugen, dass es zu gefährlich ist, so viele mächtige Relikte aufzubewahren. Aber Grian würde das alles am liebsten unter den Teppich kehren. Und aus diesem Grund sitze ich auch hier drin. Unter den Teppich kehren? Warum? Ich wünschte, ich wüsste es. Die heutigen Kriegsgeweihten sind keine Helden oder Dämonentöter, sondern nur noch Söldner, Soldaten. Und Grian Shane ist ein Paradebeispiel für einen modernen Kriegsgeweihten. Ihr habt sie gewarnt? Dass unsere alten Feinde noch immer irgendwo in den Schatten lauern? Oh ja, mehr als einmal und ich bin stets auf taube Ohren gestoßen. Er weiß nichts von dem Schlüssel?
Den Schlüssel! Bei den Göttern! Er hatte es so eilig, mich hier reinzuwerfen, dass ich ihn komplett vergessen habe. Nehmt ihn und zeigt ihn Grian. Wenn er ein Duplikat ist, kenne ich einen Meisterschlosser in Tirins Rast, der uns vielleicht helfen kann. Wohin bringe ich den Schlüssel? Sprecht zunächst mit dem Kastellan. Wenn der Schlüssel ein Duplikat ist, müsst ihr den Meisterschlosser in Tirins Rast aufsuchen. Er kann auch ein Original sein und davon wurde ein Duplikat gemacht, oder verstehe ich das jetzt falsch? Okay, wir hauen auf jeden Fall mit dem Schlüssel erstmal gerade ab und laufen hier hoch. Zeigen ihm den Schlüssel, gucken, was er dazu sagt. Schildverpflichtete. Bin ich. Komme ich da oben jetzt hin? Jetzt bin ich doof gelaufen. Da einmal rum wieder. So. Hier, Schlüssel. Schildschwester. Was haben wir denn hier? Den Schlüssel, der bei jenen gefunden wurde, die in die Schatzkammer eingedrungen sind? Ach so, ja, der wurde ja bei denen gefunden, okay. Ich kann mit Gewissheit sagen, dass er nicht das Original ist. Das war das Erste, was ich überprüft habe, nachdem ihr euch auf dem Weg zur Schatzkammer gemacht habt. Ja, okay. Nee, ich habe das jetzt verpeilt gehabt, dass sie den ja bei denen gefunden hat und den ich schon vorhatte. Der Schlosser ist in Tirins Rast. Ach ja, der Gnom. Tarion. Er könnte etwas darüber wissen, wie die Sache abgelaufen ist. Stammt dieser Vorschlag von Gwyn? Sie hatte schon immer einen Sinn für derartige Dinge. Obwohl, falls sie dahinter steckt, könnte dieser Gnom vielleicht eine Falle sein. Seid auf der Hut, Schildverpflichtete. So, jetzt darf ich wieder zurücklaufen. Geil. Heute Morgen sind noch mehr Schildverpflichtete. Macht total Spaß hier. Die Auftragstafel ist direkt am Eingang. Ich weiß, die Auftragstafel, aber die möchte ich jetzt nicht machen. Ich lauf falsch. Wo ist sie? Bin ich jetzt... Ich dachte, ich soll zu ihr gerade zurück. Das jetzt, ja, ich hab's verpeilt. Okay, ich soll woanders hin? Ich soll raus, okay. Die Auftragstafel ist direkt am Eingang. Ja, ja. Lass mich mal machen hier jetzt. Willkommen. Ich soll nämlich gar nicht zu ihr, ich soll raus. So, dann geht's jetzt wohin? Tirins Rast. Okay, dann wollen wir mal mit dem Typen reden. Gucken, was der dazu zu sagen hat, zu dem Schlüssel. Vielleicht darf ich den ja am Ende töten. Oder bekämpfen. Oder er sagt, wen ich töten und bekämpfen soll. Hier treibt sich ein Feier rum. Ach, echt? Wir sollten uns. Oh, ein Feier. Oh nein. Wie schrecklich. Immer diese Anti-Feindörfer. Wo ist er denn? Labor? Nanü? Wo sind wir denn jetzt hier? In irgendeinem Labor? Von irgendeinem Haus? Kommt raus! Oh! Wir wissen, dass ihr hier irgendwo seid. Ihr werdet bezahlt. Sind die fort? Hallo? Bist du irgendwer? Ja, ich bin's. Hab sie besiegt. Kannst rauskommen. Wo auch immer du steckst. Da. Den Göttern sei Dank, sie sind fort. Ja, kannst rauskommen, sag ich doch. Nun, ich muss euch wohl danken. Euch und meinem raffinierten Versteck. Ich habe keine Ahnung, hinter was diese Flegel her waren. Sie haben ständig nur irgendwas von die Kriegsgeweihten und Töten gebrüllt. Doch sagt mir, was kann ich tun, um mich bei euch zu bedanken? Wie wäre es vielleicht mit einer kleinen Lektion in der Kunst der Schlösser? Was wisst ihr über diesen Schlüssel? Was? Wollt ihr da behaupten, er funktioniere nicht? Das ist einer meiner besten Arbeiten. Ich habe dieses uralte Wunderwerk perfekt nachgebildet. Ich hatte dieser Schildverpflichteten, ihr Name war Fenan, versprochen. Ich hatte ihr versprochen, dass... Sie hatte doch sicherlich die Erlaubnis dafür, oder? Sie hat mir geschworen... Oh, ich verstehe. Dadum. Ihr habt diesen Schlüssel kopiert? Ja, für die Schildverpflichtete Fenan. Mhm. Rüpel. Dreckige Rüpel und Narren. Genau. Mir war klar, dass sie Blut sehen wollten. Also habe ich mich in mein Versteck geflüchtet. Und nicht eine Sekunde zu früh. Eine der besten Ideen, die ich je hatte. Ich habe es genau für Momente wie diesen gebaut. Na, das ist ja ein ganz schlauer hier. Und du kannst mir eine Ausbildung. Du weißt bereits alles, was dir dieser Ausbilder beibringen könnte. Maximal zulässige Talentstufe 3. Okay. Kriegsgewaltenschlüssel.
Das Original? Ein wahres Meisterwerk der alten Kunst. Zweifelsohne das gemeinsame Werk der Handwerker, der Kriegsgeweihten und der Koryphäen der Scholia Arcana. Aha, okay. Wenn ihr euch nun bitte entfernen könntet. Ich muss dieses Chaos beseitigen. Entfernt dein Panzer von Relsux, was auch immer. Und Dietriche! Yeah, ein Z-Teil! Das ist immer schön. Oh, wo ist denn hier? Ah, okay. Und weg ist man. Okay, alles klar. Cooles Verstecki. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Hat er gut gemacht. Der kleine Fuchs. So, hier kann ich wieder zurück. Gehe ich nochmal hier in die Ecke. Ich hatte nämlich noch gar keine Zeit, hier zu gucken. Oh, und Dietriche. Ja, super. Wir haben wieder die Dietriche. Als ob die das mal wissen, dass man sie braucht. So, nehmen wir auch noch mit. Das wird alles natürlich nicht toll sein. Das meiste gehört zum Plunder. Aber wir haben ein Z-Teil gefunden. Immerhin. Und ich meine, das wäre etwas, ein Z-Teil, was wir noch nicht hatten. So, ich hau wieder ab. 20 Minuten sind schon wieder um. Zack, zack geht das hier. Obwohl ich mich beeile, zieht es sich gerade wieder ein bisschen hin. Aber mal gucken. Ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Ich beende das jetzt hier auf jeden Fall mit Schloss und Schlösser oder wie es hieß. Der Quest. Wie hieß der Quest? Schloss und Schlüssel, meine ich, genau. Und reise fixiger Loppi wieder in die Helmgard-Feste zurück. Moin. So, mal gucken, was er dazu sagt. Ach, er ist gar nicht mehr da, oder was? Schlafen die jetzt hier alle oder haut er ab, oder was passiert hier? Bist du hier? Du bist hier oben. Dass sie für eine Generalinspektion bereit sind. Und weh, ich sehe auch nur einen einzigen Fleck verstanden. Oh oh. Die Schlosserin und die schildverpflichtete Fenan, sagt ihr? Sie hat also meinen Schlüssel gestohlen, ein Duplikat angefertigt und es dann dem Feind ausgehändigt. Mhm. Wir müssen sie unverzüglich zur Rede stellen. Mhm. Bobby, Henry, ergreifen Sie. Oh mein sie. Gott, ja. Oh Gott, was passiert jetzt hier? Dö. Die schildverpflichtete Fenan ist jetzt in einer Zelle. Geht zu ihr, findet heraus, ob sie bereit ist zu reden. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Oh Gott, wie spannend. Ich soll Livia verhören? Ja, ja, in der Tat. Die Aufgabe gehört euch. Warum ich? Was ist mit Gwyn? Es ist wohl kaum gerecht, sie dafür verantwortlich zu machen, wenn mein eigener Schlüssel gestohlen wurde. Am besten vergessen wir das alles einfach. Ach so. Ach so, was ist mit dem Herz von Sibun? Was mich beunruhigt, ist die Frage, ob sonst noch etwas gestohlen wurde. Es ist ja nicht so, als hätte ich ein Bestandsverzeichnis der Dinge da unten. Hm. Ich denke, sie wird uns erzählen, was sie weiß. Mann, was hier alles so abgeht. Leute. Gehen wir. Glänzende Rüstungen und scharfe Schwerter. Genau so. Ja. Das findet ihr toll. Ich werde alles gestehen. Ich bin bereit. Okay. Ich weiß, dass ich all den Tod, den ich verursacht habe, niemals wieder gut machen kann. Aber ich werde es versuchen. Ich habe den Schlüssel gestohlen und ein Duplikat anfertigen lassen. Ich gab ihm... Er hat geschworen, er würde für die Alpha-Armee arbeiten und dass dies den Krieg beenden könnte. Den Krieg beenden? Ich wusste, dass sie mächtige Gegenstände aus dieser Schatzkammer stehlen. Aber er sagte, die Kriegsgeweihten wollten sie nicht in dem Krieg gegen die Feien einsetzen, damit wir weiter dafür bezahlt werden, dass wir kämpfen. Und ich habe noch gerade am Anfang gesagt, die könnte es gewesen sein. Wem habt ihr es gegeben? Einem Mann namens Elvin Meroch. Ich kannte ihn aus, aber das spielt keine Rolle. Er sagte, er sei Soldat in Tywilly. Allerdings haben wir uns immer ziemlich weit südlich der Kaserne getroffen. In der Nähe des Weges, der in die Marschen führt. Wo finde ich Meroch? In der Armee, genau wie ich sagte. Der einzige Ort, an dem ich ihn je gesehen habe, war bei seinen Freunden. An der Grenze zwischen Tywilly und Akata. Okay. Mit ihr weiter schnacken und sie ein bisschen mehr kennenlernen, können wir am Anfang des nächsten Parts uns nochmal machen. Ich würde sagen, wir machen mal mit dem Kriegsgeweihten-Quest im nächsten Part weiter und mal gucken, wie es dann so spannend weitergeht. Anscheinend wird es uns noch an die Küste wieder verschlagen oder so. Aber ja... Coole Sache eigentlich, so ein bisschen alles miteinander verwoben. Also man merkt auch, dass neben den Hauptquests hier einiges im Argen auch so allgemein zwischenmenschlich abging in Amalur. Und wir kümmern uns natürlich darum. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.